Servus Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Ich war Survival spielen, deswegen ist eine andere Tageszeit. Es ist jetzt gerade morgens, die Sonne ist gerade aufgegangen. Was ich jetzt als erstes tun müsste, weil ihr wisst ja, was mir in einer Folge passiert ist, werdet ihr gleich sehen, sobald ich soweit bin. Wir brauchen hier 6 davon und diesen einen Stock. Dann machen wir uns erstmal Schilder. Genau, 3 Stück. Und dann gehen wir erstmal los. Was ich jetzt noch brauche, ist erstmal Nahrung, genau. Da vorne ist genau schon das, was ich brauche. Was ich nämlich tun möchte, ist mir ein Mahnmal zu bauen, damit sowas nie wieder passiert. Und das bauen wir am besten direkt hier hin. Und auf das Schild schreibt man jetzt Remember, remember the 5th of November. Nein, natürlich nicht. Und zwar... So, und dann stellen wir hier noch diese Blume auf. Dann brauche ich noch ein Schild. Ach so, ja genau. SZ gibt es ja nicht. Da muss ich es mit Doppel-S schreiben. Das passt nicht ganz hin. So, überprüfe das Scheiß-Inventar, genau. Oh, verdammt, an der Kürbistiefschlag? Nein, natürlich nicht. Immer schön auf die Grammatik achten. Erinnerung an den Kürbistiefschlag von Folge 17. Genau, das ist unser Mahnmal. Da steht hier eine Blume, 2 Schilder, die darauf hinweisen und ja, das bleibt hier einfach stehen. Das passt hier gut hin. Das heißt, falls noch mehr schlimme Sachen passieren, bauen wir dann hier jedes Mal noch so ein Mahnmal hin. Mal sehen, wie viele kommen. Das ist jetzt erstmal das erste Schlimmste, das erste richtig, richtig Schlimme, was passiert ist. Erinnerung an den Kürbistiefschlag von Folge 17. Der hat nämlich schon mächtig gebrettert. So, damit habe ich das erstmal... Habe ich jetzt erstmal gesühnt. Ihr könnt auch noch gerne eine Schweigeminute einlegen, aber ich werde das nicht machen, weil eine Minute Schweigen für euch ziemlich langweilig ist. Verstehe ich auch, sehe ich ein. Erstmal hier das scheiß Fleisch weghauen. Aber ihr dürft gerne jetzt eine Minute schweigen. Müsst ihr aber nicht. Könnt gern tun, was ihr wollt. Opas Kartoffeln, Holzzeug, verschiedene Erze, yeah. Genau hier muss es hin. Wir haben noch ein Ei im Inventar, das können wir auch erstmal... Wenn wir hier das Schild noch dahin getan haben. Die Leitern brauchen wir jetzt zurzeit auch erstmal nicht. So, was ich jetzt erstmal machen möchte. Ich möchte noch ein bisschen... Shit. Essen produzieren. Das heißt, Kühe kaputt hauen, Hühner kaputt hauen, Weizen kaputt hauen und damit ernten. Vielleicht auch Kartoffeln ernten, wenn die gut sind. Und wieder ein bisschen Nahrung aufbauen, das heißt ein bisschen, reichlich. Und zwar möchte ich dann hier, ich zeig's euch, das ist viel einfacher, als wenn ich jetzt einfach nur daher schwadroniere. Durch diese Wüste laufen, und zwar so lange, bis ich entweder Meer oder ein nächstes Gebiet finde und mich dann umgucken. Da sind wir nämlich noch nicht lang. Das ist jetzt wirklich das einzige Gebiet, wo wir noch nicht lang gegangen sind. Wir sind jetzt hier quasi den kompletten Bereich abgegangen. Da hinten kommt dann Wasser, da war die Wüste und dann diese Steppe, diese Savanne. Und da sind wir noch nicht lang. Hier vorne ist dann nämlich auch Wasser. Glaube ich. Größtenteils. Na, hauptsächlich Wüste. Aber dort will ich hin. Das machen wir aber alles, wie gesagt, nicht diese Folge, sondern diese Folge geht es erstmal daran, mit Knochen
unser Weizen zum Wachsen zu bringen. Das war gerade ein Spontaneinfall, deswegen freue ich mich übelst. Wachse. Ich bin ein Magier. Ui, das wächst aber ganz schön schnell. Letztes Mal musste ich mehr Weizen, mehr Knochenmehl nehmen. Den Rest lassen wir so wachsen, wenn möglich. Hier können wir erstmal noch ein bisschen Zuckerrohr ernten. Oh, verdammt. Das habe ich, glaube ich, ein einzelnes weggeschlagen. Nee, das ist ja... Klar, das ist schon alles doppelt. Ich dachte jetzt, das wäre alles erst einzeln. So. Was geht denn noch manchmal in meinem verkorksten Hirn vor? Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Es wird ordentlich Papier. Oh, Papier, Papier. Solange wie das jetzt wächst. Die Kartoffeln sind auch nicht ganz fertig. Und Kühe können wir dadurch auch nicht vermehren, da wir keinen Weizen haben. Gehen wir erstmal noch ein bisschen nach unten. Wir haben noch eine Spitzhacke. Wir haben noch eine Eisenspitzhacke. Und wir haben Fackeln. Wir können also noch genügend ausleuchten und Zeug abbauen. Verschiedene Erze und so, ihr wisst schon. Ihr kennt euch ja auch aus. Ein bisschen, hoffe ich zumindest. Aber auch für den Minecraft-Einsteiger ist das hier gedacht. Also ich versuche ja alles möglichst zu erklären, was es wert ist, erklärt zu werden. Ah, das gehört zusammen. Alles klar. Was tue ich hier eigentlich? Benutze ich die gute Eisenspitzhacke? So viel Eisen habe ich nun wahrlich noch nicht, dass ich damit rumschweinzen könnte. Oh. Obwohl ich mir natürlich ein Eisenschwert gemacht habe. So, hier hinten, das nehmen wir auch noch mit. Richtig viel Kohle. Wir müssen uns langsam mal eine Kohletruhe an... Ja, an... Was wollte ich sagen? An... Setzen. Wir sollten uns mal eine Kohletruhe setzen, genau. Wie gesagt, das Lager wollte ich ja auch noch ausbauen, aber das mache ich auch nicht. Obwohl, das können wir eigentlich währenddessen machen. Wir nehmen jetzt noch die Kohle hier mit und dann gehen wir erstmal wieder hoch. So, setzen noch eine Fackel rein, um den Zombies gleich mal den Gar auszumachen, bevor sie überhaupt da sind. Und das Eisen nehmen wir auch noch mit, wie ich gerade sehe. Sehr schön, und dann geht's los. Oh, hier ist noch Eisen. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Ich habe schon lange nicht mehr Minecraft gespielt und so viel Eisen gebraucht, weil ich einfach immer Diamanten aus einem früheren Survival oder irgendwo, wo ich gespielt habe, mitgenommen habe. Und dadurch hatte ich halt immer... Oder ich hatte die Endertruhe. Genau, die Endertruhe habe ich immer gehabt. Und habe dort halt meine Items reingelegt und dann halt so gespielt. Sobald ich die Endertruhe habe, kann ich auch die Items da drinnen benutzen. Ich habe ja diesmal, wenn ich eine Endertruhe habe, da überhaupt nichts drin. Ich habe die ja komplett geleert. Extra dafür. So. Jetzt noch... Ja, der Stein muss dahinter... Verschiedene Erze. ...32 ist durch 8 teilbar. Das ist nämlich 4. Das heißt, wir brauchen 4 Stückchen Kohle und können dann die ganzen 32 Eisen umsetzen. Passt genau. Das tote, rohe Hühnchen. Wo kommt das hin? Hier rein? Oh, oh, fast ein ganzes Steak Hühnchen. Tote Steaks. Also, na, was heißt tot? Ja, tote Kuh, totes Kuhfleisch. Und das... Was?
Genau. Jetzt brauchen wir Stein. Wie viel haben wir denn? Ein bisschen was über den Stack. Da bauen wir da die Tür hin. Der Pfosten kommt dann weg. Jetzt habe ich mich schon wieder verbaut. Das regt mich leicht auf. Jetzt kann der Pfosten hier weg. Da kann eine Fackel hin. Und da kann eine Fackel hin. Hier noch eine drüber. Da noch eine hin, damit es schön aussieht. Und dieser Block muss weg. Dann brauchen wir eine Tür. Die Werkbank, die nehme ich auch erstmal mit. Das stört mich jetzt. Ich baue jetzt da drinnen komplett um. So, hier kommt die Werkbank hin. Zack. Und hier kommt dann jeweils drei Öfen hin, übereinander. Da müssen wir aber warten, bis das fertig ist. Das möchte ich jetzt nicht machen. So, eine Tür. Und zwei Druckplatten. Sehr schön. Na, das sieht doch schon viel gemütlicher aus. Haben wir jetzt noch Kisten übrig? Ja, drei Stück. So, dann crafte ich auch gleich noch ein paar. Eine kriegt man hier raus. Na los, dann verarbeiten wir die ganzen. So, da haben wir 9 Truhen. Sehr gut. Ja, genau, was habe ich gesucht? Cobblestone Slab. Steht der Name? Stand da schon immer der Name? Stone, Cobblestone, Cobblestone Slab. Okay, das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. So, haben wir noch Schilder? Eins müsste noch da sein. Yep. Das war für unten. Und da kommt jetzt drauf. Das war blöd. Kohle. Dann können wir die dort nämlich schon mal komplett unterbringen. Und hier auch noch mal Truhen hin. Was da jetzt hinkommt, weiß ich noch nicht genau, aber das sieht doch schon mal nach einem mächtig guten Lager aus. Hier können dann auch noch jeweils vier große Kisten hin. Ja, da kriegt man schon was gelagert. Wenn wir den Willen dazu haben, etwas zu lagern. So, es ist Nacht. Wir geben den Monstern am besten gar keine Möglichkeit, irgendwie unser Haus zu stürmen oder irgendetwas von uns zu stürmen. Unsere Hühner, unsere Kühe, die beschützen wir alle mit unserem Leben vor den Monstern. Also eigentlich schlafen wir einfach. Oh, da ist ein Creeper. Den wird's aufs Maul jetzt. Eine Brügelei mit einem Creeper ist natürlich in Real Life das Ungünstigste, was man machen kann. Aber wir haben ja auch einen Bogen. Oh, in die Füße. Ich war auch mal ein Creeper und dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Die Knie sind halt sehr klein, deswegen zählt das. Oh, zweimal. Jawohl, zweimal Schwarzpulver. Schön. So, dann hier
wieder die Eier sammeln. Mach Eier! Oh shit! Oh shit! Sprinte, Mann! Warum sprintest du nicht? Oh Mann, bleib mir vom Leib! Bleib mir vom Leib! Stirb! Oh fuck! Uiuiuiuiuiui. Wieso hab ich den... Boah, viel zu spät gesehen gerade. Mein Herz ist gesund. Statistisch gesehen müsste da ein Küken rauskommen, ist sogar passiert. Es ist immer noch nicht fertig. Da sind noch zwei verkackte Felder, wo noch kein fertiger Weizen draufsteht. Da. Oh, da schwillt mir der Kamm. Und auch noch zwei, drei, vier Felder. Vier, mindestens vier, wo noch keine Kartoffeln sind. Das sind auch nicht nur zwei, sind drei, vier Felder. Vielleicht ist da hinten auch noch irgendwo eins. Naja, erstmal Schmierwurst. Naja, also das Brot geht uns langsam auf. Das wäre schon günstig, wenn wir langsam mal was bekommen würden. Es wirkt jetzt irgendwie seltsam, dass hier plötzlich eine Tür steht. Wie sieht es mit unserem Ofen aus? Ja, gut, den können wir erstmal abbauen. So viele brauche ich gar nicht, ich brauche nur 5. Hallo, geh nicht auf, ohne dass ich dir das erlaubt habe. Ist jetzt ungünstig platziert, ich platziere das lieber anders. Nämlich so. Das sieht doch echt nett aus. Das gefällt mir. Da können wir uns hier auch noch irgendwo so eine Schlafkuhle hinbauen. Da hinten hin, wieso nicht? Da müssen wir nicht immer in die zweite Etage laufen. Das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass die zweite Etage bald weg sein wird. Und die Kiste kann damit auch weg. Die Lava muss auch weg. Wir bauen woanders einen neuen Mülleimer hin. Und könnt die Truhe hier lagern. Jetzt haben wir wieder 2. Na, da ein Schild hängt, können wir da keine Fackel hin. Könnten sie da unten oder da oben hin tun. Ach, jetzt hängt sie da. Das wird auch reichen. Und dann... Ja, oh, wir haben schon so viele Kisten. Ich weiß noch gar nicht, was ich in die alles reintun soll. Aber es wird nicht reichen für Cobblestone und Dreck. Ach, wie nenne ich das? Ich nenne das jetzt Bruchstein. Für Bruchstein und Dreck wird es wahrscheinlich nicht reichen. Oh, ich glaube, wir könnten schon ein TNT machen. Wir haben sogar Sand da. Ich weiß nur nicht, was wir mit dem TNT anfangen sollten. Würden wir es machen? 3 Diamanten, die schreien ja förmlich danach, zu einer Spitzhacke verarbeitet zu werden. Aber nein, ich bleibe standhaft. Ja, gut, das mit der Nahrung können wir dann theoretisch beim nächsten Mal machen. Das heißt, wir schnappen uns dann noch hier das Weizen. Vermehren davon ein paar Kühe und machen den Rest zu Broten. Und dann können wir theoretisch auch schon losgehen. Wir haben immerhin 34 Steaks. Oh, hier kommen schon wieder Eier angeflogen. Oder ernten wir jetzt noch... Na, wir gucken mal zu den Kartoffeln. Vielleicht ernten wir noch schnell die Kartoffeln. Oh, ey, ich scheiß jetzt auf die 3 Unfertigen hier. Habe jetzt keinen Bock mehr, auf die Kackkartoffeln zu warten.
Also ich muss sagen, das mit der Slab hier geht ganz gut. So. Nein, hör auf, die Scheißkartoffeln zu essen. Nicht roh. Habt ihr schon mal eine rohe Kartoffel gegessen? Ihr habt ja hoffentlich schon mal Kartoffeln geschält. Dann wisst ihr, dass rohe Kartoffeln echt wahrscheinlich nicht besonders gut schmecken. Können. Allein schon durch die... Dadurch, wie sie sich dann anfühlen, wenn man sie geschält hat. Nee, jetzt muss ich von den... Oh, Mann. Ups. Hier würde ich wenigstens gern Seerosenblätter hinsetzen, weil da fällt immer mal Zuckerrohr rein und das vergisst man dann einfach, weil es halt im Wasser liegt. Wer guckt denn auch ins Wasser nochmal nach, ob da ein Zuckerrohr verloren gegangen ist, vor allem wenn da ordentlich was dabei rumkommt. Aber es fehlt halt dann trotzdem. So, dann bringen wir die Kartoffeln erstmal in die vorgesehene Truhe. Wunderbar. Wunderbar. So, die Vergifteten hauen wir gleich wieder weg. Die brauchen wir nun wirklich nicht. Und das Eisen kommt gleich mal... Wo ist es denn? Ja, hier ist es. Oh, ein Stack. Ihr dürft ein Fass aufmachen. Ja, ihr dürft ein Fass aufmachen. Wir haben ein neues Stack von irgendeiner Ressource voll. Dann tun wir hier die Eisenbahn hin. Und die Goldbahn. Die tue ich immer zusammen in eine Truhe. Und die letzten zwei sind dann für Gold und die obersten halt für Eisen. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Platzangebot. Hier noch eine Fackel hin. Gut, Leute, dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Wir haben ordentlich... Ja, also ordentlich am Lager gebaut. Und nächstes Mal gibt's dann eine erwartete Reise. Und zwar richtig, richtig weit. Richtig, richtig weit. Also gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!